So, jetzt haben wir es endlich geschafft. Es war eine schwere Geburt. Ich bin tausende Male gestorben. Das Geheimnis ist natürlich, dass man sich umziehen gehen soll. Das Problem ist nur, der nächste Klamottenshop ist nicht gleich um die Ecke, sondern man muss schon ein Stück laufen, um dann sich neue Klamotten holen zu können. Und auf dem Weg dorthin wird man zwangsweise wieder von irgendwelchen Bullen drangsaliert. Das war echt mühselig gerade. Ich habe sogar gerade einen Spielstand gehabt, wo ich es fast geschafft habe, davon zu kommen. Und in dem hatte ich es sogar noch geschafft, einem Bullen im Gefecht sein MG zu klauen. Also ich hatte dann sogar eine automatische Waffe sogar noch in meinem Besitz. Leider bin ich da nicht durchgekommen. Letztendlich habe ich mir dann jetzt einen neuen Anzug geholt. Den finde ich sogar eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Auch wieder mit Hütchen. Ja, also wir haben es jetzt endlich geschafft. Ist schon ganz schön mühselig, ist nicht so schön. Aber immerhin habe ich mir auch das Geld gespart, das ich hätte ausgeben müssen, wenn ich die Bestechung gewählt hätte. Ich glaube, das war schon die günstigste Variante, die ich jetzt hier gewählt habe. So kann es laufen. Gut, dann legen wir uns erstmal hin und damit gute Nacht. Kapitel 5: Die Todessense. Joes Apartment, 20. Februar 1945. Na, mein Hübscher? Oh, hallo. Joe ist gerade nicht da. Er erwartet dich nachher zum Essen bei Freddy. Okay. Schade, dass du schon hinüber warst, als ich kam. Wär nett gewesen. Vielleicht nächstes Mal. Ciao. Nein, danke. Oh, mein lieber Schwan. Triff dich mit Joe und Freddy's Bar zum Mittagessen. Okay, ich muss sagen, ich finde die ja nicht allzu hübsch. Also mir würde die überhaupt nicht zusagen. Gut, wir ziehen mal die Klamotte an, die ich gerade gekauft habe. Die ist es nicht. Hier, Freizeitanzug. Genau diese. Ist die so bläulich? Ich dachte eigentlich, das ist ein Schwarz, aber hier sieht es ja fast bläulich aus, hä? Naja, gut, was soll's. Machen wir uns auf den Weg. Und gehen stilvoll gekleidet wieder in Freddy's Bar. Das scheint ja jetzt mittlerweile schon unser Stammlokal zu sein. Bin mal gespannt, was es diesmal zu besprechen gibt. Scheiße! Dämliche Kuh! Aber Hey, komm ich. sofort zurück! Bleib doch zu Hause, wenn du zu blöd bist zum Fahren! Hey, ist das nicht Joes Kleine? Naja, eine von ihnen. Dann dürfen wir wohl mal wieder jemanden verprügeln, nehme ich an. Wie du mir, so ich dir. Jetzt ist deine Karre dran. Sieh dir meinen Schlitten an. Hey, Kumpel, mach mal halblang. Wer zum Henker bist du denn? Jemand, der es nicht gern hört, wie du mit Frauen redest. Also halt's Maul und mach einen Abgang, solange ich noch gut gelaunt bin. Bist du etwa der Macker von der Alten? Na gut, dann blechst du für den Schaden. Noch ein Wort. Und du brauchst neue Zähne. Und jetzt mach dich vom Acker. Das war ein Wort. Sehr schön. Endlich geht's los. Okay, das war ungünstig. Jetzt geht's wieder für ihn aufs Maul. Oh, fuck. Kannst du mal bitte den... Er will aus irgendeinem Grund den schweren Schlag nicht machen. Ich weiß auch nicht warum. Jetzt. Dankeschön. Das hat ja gedauert. Okay. Und jetzt dann auch mal ein Niederschlag. Wunderbar. Das dürfte sich gleich erledigt haben für ihn. Der hat genug. Danke, Süßer. Hast was gut bei mir. Willst du mit zu mir kommen und meine Briefmarkensammlung ansehen? Danke. Vielleicht später mal. Jetzt muss ich los. Es wird dir gefallen. Versprochen. Okay, ich muss los. Man sieht sich. Gut, plus 50 Dollar, woher auch immer. Wahrscheinlich haben wir ihm jetzt hier mal das Börserl aufgeknöpft. Keine Ahnung. So, und sein Auto ist auch noch los. Das lief nicht so gut für ihn, würde ich sagen. Okay, neues Auto. Das andere lassen wir einfach mal in der Garage stehen. Das passt schon. Und damit bewegen wir uns dann mal zu Freddy's hinüber. Der scheint ja auch nicht als gestohlen gemeldet zu sein, von daher brauchen wir auch nicht irgendwie in die Werkstatt zu fahren. Finde ich gut. Ich glaube, das ist auch. Kann es sein, dass das dieselbe Karre ist? Auf jeden Fall fährt er sich ganz gut.
Also ganz ähnlich wie der andere. Ja, mal schauen. Also wir werden sicherlich noch das ein oder andere Auto auch stehlen. Jetzt erstmal gibt es einfach noch nicht den Bedarf. Vielleicht haben wir auch später noch andere Möglichkeiten, von den Bullen zu flüchten. Oder wenn wir dann noch mehr Geld haben, um wirklich mal die Werkstatt öfter zu benutzen, dann werde ich das bestimmt auch öfter mal tun. Erstmal passt das so. Und wir schauen mal, was es bei Joe gibt. Hey, Leute. Hey! Vito, das ist Luca Guarino. Er will mit dir und Joe reden. Luca, das ist Vito. Sehr erfreut, Mr. Guarino. Lassen wir die Förmlichkeiten. Sag Luca zu mir. Setz dich, Vito. Was darf es sein? Nochmal dasselbe. Und zwar pronto. Ich habe von der Sache mit den Iren gehört. Ihr habt mich köstlich amüsiert. Ich muss euch wirklich gratulieren, Jungs. Das war saubere Arbeit. Salute. Salute. Das habt ihr astrein erledigt. Nicht jeder hat die Nerven für so eine Nummer. Und nun frage ich mich, ob ihr bereit seid für den nächsten Schritt. Ja, klar. Was für ein Schritt? Ich rede davon, jemanden kalt zu machen. Nur weil ein anderer mit dem Finger auf ihn zeigt und ihr befiehlt, es zu tun. Kannst du das? Ich war im Krieg, Mr. Guarino. Ich habe ständig Leute umgelegt, weil es mir befohlen wurde. Leute, auf die der Präsident mit dem Finger gezeigt hat. Das ist gut, der Präsident. Das gefällt mir. Wirklich sehr gut. Aber da ging es darum, Nazis umzulegen. Also, die Bösewichte. Aber davon spreche ich nicht. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Gut. Wir brauchen nämlich Kerle wie euch. Die Befehle befolgen, ohne blöde Fragen zu stellen. Wenn ihr den nächsten Job so gut erledigt wie den letzten, habt ihr gute Aussichten, in die Familie aufgenommen zu werden. Nachdem ihr die Aufnahmegebühr bezahlt habt, versteht sich. Und wie viel ist das? 5 Riesen pro Mann. Das ist ja ein verdammtes Vermögen. Na und? So gut habt ihr Geld noch nie angelegt. Glaub mir, die Investition macht sich bezahlt. Ist natürlich eure Entscheidung. Henry erklärt euch alles Weitere. Bis demnächst, Jungs. Da steckst du. Hallo, Boss. Hast du dich um unser Problem gekümmert? Ja, ich habe alles im Griff. Henry ist... Das hast du letztes Mal auch gesagt. Enttäusch mich nicht nochmal. Boss, ich... Lass es. Komm jetzt mit. Wir haben noch was zu besprechen. Henry, über was für einen Job reden wir hier? Ich muss jemand ausschalten. Es ist mein Job, aber ich brauche Hilfe. Da kommt ihr ins Spiel. Wer ist denn der Glückliche? Ein Fettsack, der in unser Revier drängt. Er wurde gewarnt, aber er hält sich für unbesiegbar. Aha. Und ist er das? Tja, es hat schon mal jemand versucht, ihn umzunieten. Und? Oh, sagen wir, sie haben ihn leider ein wenig unterschätzt. Was heißt ein wenig? Eher ziemlich. Und jetzt schauen Sie sich die Radieschen von unten an. Ja, aber wir stellen uns nicht so dumm an. Ich habe eine Wohnung gegenüber von seinem Laden gemietet. Da legen wir uns auf die Lauer und warten, bis die fette Drecksau auftaucht. Und dann, bumm, nieten wir ihn um. Wie machen wir das? Mit einem MG-42. Und wo kriegen wir ein MG-42 her? Von Harry. Ja. Er ist Kriegsveteran wie du. Hat drüben in Kingston einen kleinen illegalen Waffenladen. Dort kriegst du alles, von der Erbsenpistole bis zur Bazooka. Und du brauchst keinen beschissenen Waffenschein dafür. Okay, Joe und ich fahren zu der Wohnung. Du holst das Maschinengewehr in Harrys Laden ab. Ist alles bezahlt. Sag, du kommst von mir. Wir treffen uns dann in der Wohnung. Sie ist in Sand Island, das Gebäude gegenüber der Brennerei. Apartment 233. Okay, Apartment 233, verstanden. Wir sehen uns dann gleich. Gut, bis später. Viel Glück, Alter. Alles klar, hole die Ausrüstung bei Harry in Kingston ab. Natürlich, so ein Auftrag musste noch kommen, bei dem wir mal auch erstens jemanden abknallen. Tja, bis dann, zweitens, Kumpel. Ja, tschüss. Und zweitens auch mal den Waffenladen, den hiesigen, kennenlernen. Denn bisher waren wir noch in keinem Waffenladen. Wir haben die Waffen immer so zugesteckt gekriegt. Hat natürlich alles Parallelen zu Mafia 1, sowas relativ ähnlich mit den ganzen Sachen. Wir werden also immer noch eingeführt, das heißt, wir sind immer noch am Anfang des Spiels, auch wenn wir schon relativ lange jetzt, also das heißt relativ lange, so ein paar Stündchen jetzt spielen. Jetzt fahr doch mal hiervon, bitte.
Ja, und damit geht's dann jetzt also los. Also eigentlich ist es doch nicht ganz so wie bei Tommy in Mafia 1 hier mit Vito, sondern der weiß ganz genau, worauf er sich da einlässt und hat überhaupt keinen Drang, dort reinzukommen in die Mafia. Tatsächlich ist es sogar so, dass seine Gründe, warum er kriminell handelt, jetzt dem zuwiderlaufen, in die Mafia einzutreten, denn er braucht ja eine Aufnahmegebühr oder muss eine Aufnahmegebühr bezahlen von $5,000, um in die Mafia zu kommen. Und eigentlich macht er das Ganze ja nur, um möglichst schnell an Kohle zu kommen, um die Schulden der Familie zu bezahlen, $2,000. Das heißt, eigentlich braucht er jetzt $7,000, oder er lässt halt eins von beiden erstmal aussetzen. Ich hoffe, er entscheidet sich richtig und lässt erstmal das Vermögen zurückbezahlen, das die Familie sich da geliehen hat, beziehungsweise der Vater. Na gut, bis wohin müssen wir denn? Ach, wir sind ja gleich da. Wir haben ja hier eine Direktverbindung, das ist ja ganz schön. Alles klar, bin ich mal gespannt, wer Harry jetzt so ist. Ob das... Oh, wir sind ein bisschen schnell unterwegs. Zum Glück hat es die Bullen nicht weiter interessiert. Ob das jetzt auch wieder ein Italiener ist oder ob das irgendein... Keine Ahnung, irgendein anderer halt ist. Harry könnte auch ein Brite sein. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das vorhin erwähnt hatte, aber bei den O'Neills, man hat sofort gesehen, dass es Iren sind, anhand der Kappen und alles. Also ich wusste sofort, dass das Iren sein soll. Da mussten sie gar nichts zu sagen eigentlich. Okay, ich denke, hier sind wir richtig. Und oben schon, was von Army und Navy dran steht. Das klingt gut. So, wenden wir mal kurz. Ja, ich weiß nicht. Passiert. Vielleicht wechseln wir auch mal die Karre. Ich finde die andere eigentlich ganz hübsch, muss ich sagen. Und den Hobel hier finde ich jetzt nicht so besonders. Gucken wir mal. Oh, ich kann ihn gar nicht nehmen. Schade. Wahrscheinlich gehört der Harry. Ja, was ist? Ja, ich soll Henrys Bestellung abholen. Rein mit dir. Alles klar, wir sind drin. Oh, das erinnert mich sogar sehr an Mafia 1. Da geht's auch so in den Keller hinunter. Jetzt müsste der bloß noch einarmig sein. Hallo. Ach, einäugig. Okay. Ah, du bist also der Bursche, von dem Henry erzählt hat. Ja. Hast du die Ware für ihn? Ja, hier ist es. MG42. Made in Germany. Qualitätsarbeit, das muss man den Krauts lassen. Ein Prachtstück. Satte 11 Kilo. Kaliber 7,92. 1200 Schuss die Minute. Gibt auf der Welt nichts Schnelleres. Gurt mit 250 Schuss. Treffsicher auf eine Dreiviertelmeile. Und extrem zuverlässig. Keine Ahnung, worauf ihr es abgesehen habt. Aber wenn es kein verfluchter Panzer ist, dann Sayonara, Baby. Hey, kleine Vorführung gefällig? Nein, danke. Ich kenne mich damit aus. Ich war auch in der Armee. Im Ernst? Leck mich am Arsch. Wo warst du? Lass mich raten. In der Normandie, hä? Nein, Afrika. Warte, nicht sagen. Operation Husky. Ach ja? Und als was? Fallschirmjäger. Ohne Scheiß, du warst Fallschirmjäger? Hab gehört, das war ganz schön haarig. Es war jedenfalls kein Zuckerschlecken. Ich wurde verwundet und nach Hause geschickt. Und, Orden? Purpurherz und Verdienstkreuz. Wow, was ein Verdienstkreuz? Mann, die kriegt man nicht einfach nachgeschmissen für nichts. Ich war in der Normandie, Utah Beach. War auch nicht gerade ein Spaziergang. Auf dem Rückweg bin ich dann über den Zaun geklettert. Hab mir an einem scheiß Ast das Auge ausgestochen. Egal. Für eine Entlassung hat's jedenfalls gereicht. Tja, ich muss jetzt wirklich los. Na klar. Hey, übrigens, ich bin Harry. Vito. Freut mich, Vito. Freut mich wirklich. Falls du mal wieder Edelstahl brauchst, du weißt ja, wo du mich findest. Hier. Hoffe, du bist mit dem Wagen da. Die Braut ist ein Schwergewicht. Viel Glück. Danke, Harry. Hat mich gefreut. Die Knarre ist in der Kiste. Und in dem Lieferwagen im Hof sind ein paar tausend Schuss. Greift zu. Alles schon bezahlt. Aha, ich habe mich schon gewundert. Denn 250 Schuss wäre ein bisschen wenig, wenn das Ding eine Rate von 1200 pro Minute hat. Wäre ein bisschen kritisch geworden. Dann hätten wir nämlich Man bloß... sieht sich, Vito. Ja, klar doch. Dann hätten wir nämlich bloß für 10 Sekunden Schuss gehabt. Das wäre ein bisschen doof gewesen. So, also ein anderer Kriegsveteran. Ich meine, immerhin für eine... Okay, jetzt kriegen wir den Wagen, das ist schön. Immerhin für eine Augenklappe hat es gereicht und die wirkt ja ziemlich cool, ziemlich piratenhaft, ne? So, dafür ist der Wagen also gedacht. Das ist schön. Den nehme ich doch sehr gerne an.
Ich habe jetzt bloß immer noch nicht so richtig verstanden, wofür er das MG dabei braucht. Aber es soll mir recht sein. Ist irgendwie immer so mit den Kriegsveteranen, die scheinen sich immer gern zu verbrüdern, aber wahrscheinlich ist es auch einfach, du hast da was fallen lassen. Ich wäre fast draufgegangen, du Arschloch! Ist mich verarschen? Ist wahrscheinlich so, wenn man einfach mal durch die Hölle geht und das dann bei jemand anderem feststellt, dass es ihm genauso ging, dann verbindet das wahrscheinlich einfach. Ich glaube, wenn man da dasselbe Leid mal geteilt hat, egal ob es jetzt Krieg ist oder ob man irgendwelche Krankheiten hatte und dann jemand anders da ist, der verstehen kann, wie es einem geht, dann verbindet das, glaube ich, schon automatisch. Ja, aber scheint ja ein ziemlich netter Kerl zu sein, bei dem schauen wir doch gern später mal wieder vorbei. Jetzt also mit MG unterwegs. Finde ich gut. Und auch, dass wir das Auto sowieso kriegen, gefällt mir sehr gut. Denn die Kiste, die sieht doch schon ganz schick aus. Ja, ich fahre ja schon rüber. So, ich muss aber das mal schauen. Wir haben ein ganzes Stück vor uns. Aber alles nur eine Strecke. Also wir können auf der Straße bleiben die ganze Zeit. Oh, wollte ich doch gar nicht. Schick. Also Gas geben. Wir müssen ein bisschen drauf schauen, dass wir hier nicht von Bullen belästigt werden, aber das geht schon. Wir sind auch ein bisschen schwerfällig, habe ich das Gefühl. Liegt aber vielleicht auch daran, dass wir es im Game in der Karre haben. Ist auch wieder lustig, für die Waffen reicht es dann, reichen die Deutschen dann. Ne? Also dafür sind sie gut genug, dass man sich die Waffen von denen nimmt. Aber ansonsten, naja. Da ist es dann nicht schlimm, dass es der Feind ist, wenn es um die Waffen geht. Technische Überlegenheit ist dann eben noch alles. Langsamer! Oh, schlecht. Ich fahr weiter. Passt schon. Weißt du, ist mir egal. Den schütteln wir schon ab. Und der LKW, der hilft uns dabei ein bisschen. Okay. Ich glaube, wir sind auch schneller als der. Kann das sein? Nee, doch nicht. Ich glaube, der kommt näher. Da müssen wir mal ein bisschen zwischen den Autos durchheizen. Nein! Bleib doch, wo du bist, Mensch! Junge. Kommt der rüber? Ich fass es nicht. Okay, wir fahren hier. Das geht. Ah, wir haben Platz. Wenn wir dann vorne um die Kurve machen, werden wir den bestimmt los, denke ich mal. Siehst du, da war es das doch schon. Und schon sind wir ihn los. Kein Problem. Können wir gemütlich einfahren hier und haben uns das Bußgeld gespart. Ist das nicht schön? Okay.